Unser erster Speaker hier im zweiten Panel war früher von keiner Flottenkonferenz wegzudenken. Viele Jahre für Mitsubishi auf Kundenfang. Heute ist Peter Siegert im Dienste der NBW unterwegs. Noch immer auf vielen, vielen Flotten-Events auch persönlich anzutreffen. Nicht zuletzt bei unserem heute hier bei ElectricNet Live. Autos verkauft er keine mehr, aber Ladeinfrastrukturlösungen inzwischen. Lieber Peter, wie geht's dir? Grüß dich, Peter. Dankeschön. Danke der Nachfrage. Schöne Grüße aus der rheinhessischen Enklave in die Hauptstadt. Mir geht's blendend. Ich bin ja weiterhin auf nahezu allen Veranstaltungen, jetzt halt nur hybridisch. Man muss sich anpassen im Vertrieb. Das haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren gelernt, ja. Genau, wir haben ja von Axel Schäfer heute auch gelernt, dass man im Zweifel die Beziehung auch anpassen muss zwischen Fern- und Nahbeziehungen, wenn man nicht mehr ganz so viel Auto fahren soll. Das sind ja auch spannende Auswirkungen der betrieblichen Mobilität. Ich musste etwas schmunzeln. Das Beziehungsthema hätte ich vor 10 Jahren für meinen Fall schon mal geklärt, aber deswegen und im Homeoffice-Bereich, wo wir gerade aktuell doch sehr, sehr stark von aus arbeiten, ist man auch effizienter. Tatsächlich hat das bei uns auf jeden Fall, bei der NBW, glaube ich, stark zurückgenommen, was wir an Fahrkilometern auf die Straße bringen, ja. Alles klar. Dabei seid ihr ja eine der Branchengrößen der Elektromobilität und mit dieser Überleitung würde ich jetzt auch die Bühne schon wieder freimachen und auf deine Sicht der Dinge und diesen Markt jetzt zu sprechen kommen und freue mich auf deinen Vortrag. Bitteschön. Also, nochmal willkommen an der Stelle. Ich hole gleich wieder ein bisschen auf. Peter Siegert darf bei uns den sogenannten Lösungsvertrieb verantworten und leiten das jetzt seit Anfang der Kooperation, die wir auch mit Smartrix zusammen pflegen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Seit 4 Jahren bei der NBW und in der Fuhrpark- und Flottenwelt und Branche zu Hause. Ich, wie du es eben gerade schon gesagt hast, Peter, die NBW ist sicherlich in aller Munde. Und sogar zunehmend wird, glaube ich, auch der Begriff der Elektromobilität in Deutschland aufgrund zweier Geschäftsfelder auch immer gerne mit der NBW auch in Verbindung gebracht. Ich will nicht so anmaßend sein, dass Elektromobilität gleich NBW ist, um Gottes Willen. Aber es ist etwas, an das man sehr, sehr häufig denkt, wenn man über Elektromobilität spricht, weil wir sind nun mal der größte Betreiber öffentlicher Schnellladeinfrastruktur. Dieser kleine Werbeblock muss sein, gerade wo wir auch erst vor sehr kurzer Zeit, vor knapp 2 Wochen, erneut auch nochmal, da oben ist er rechts eingeblendet, den Connect-Testsieger gemacht haben für die tatsächlich Rolle des besten Chargepoint-Operators. Ich glaube, das, was wir da abliefern, ist sehr gut. Und wer heute elektrisch fährt und oftmals natürlich und immer mehr an öffentlicher Schnellladeinfrastruktur der NBW lädt, wird diese Erfahrung hoffentlich gemacht haben. 100% gibt es noch nicht, aber ich glaube, wir sind sehr gut und diese Kundenbefragung bei Connect bestätigt das erneut. Ein zweites Mal in Folge, ein viertes Mal in Folge sind wir tatsächlich zum besten Provider oder Elektromobilitätsanbieter gewählt worden. Das freut uns natürlich wahnsinnig, weil da viel, viel Arbeit und Eigenentwicklung steckt und wir haben uns weiterentwickelt. Deswegen hier noch 1-2 Folien, die man natürlich auch auf einer B2C-Veranstaltung gut zeigen könnte. Wir haben fast 1,6 Millionen Downloads, haben über 300.000 Ladepunkte in Europa. Es sind deutlich mehr, aber unsere Kampagne läuft noch mit 300.000. Und demzufolge ändern wir diese Aussage nicht. Es sind deutlich mehr. Es sind mehr als 300.000. Es sind seit gestern mehr als 750 Schnellladestandorte, nicht Punkte, Standorte in Betrieb und technisch und wirtschaftlich vor Kunde. Und wir haben unser Ladenetz erweitert. Die Karte ist größer geworden und das hatten wir just zum Beginn der Sommerferien getätigt und sind auf 17 Länder in Europa, an denen man Zugang erhalten kann, mit uns gekommen. Zusätzlich noch Stiftung Warentest, auch als beste App. Das hat alles auch natürlich auch Ableitungen auf das Flotten- und Fuhrparkgeschäft. Denn dort setzen wir ja unseren EMP, also die Provider-Rolle, aus dem B2C-Bereich in den B2B-Bereich um. Dort mit anderen Konstellationen. Eine zweite Folie, die mir einfach sehr wichtig ist, das ist eben diese andere große Rolle, die wir einnehmen und als Signal an alle liebe Kunden und Kundinnen an dieser Stelle, wir bauen weiter aus. Es muss mehr oder weniger täglich ein Standort in Deutschland in Betrieb gehen an einem Werktag, um unser Ziel 2500, kommt bei der hohen Zahl schon durcheinander, Schnellladestandorte Ende 25 aufzubauen. Wir lassen uns da sicherlich nicht mehr ganz genau irgendwie auf einen Monat oder auf Anfang oder Ende des Jahres committen, aber das ist das Ziel, auf 2500 Standorte für Schnellladeinfrastruktur aufzubauen. Ein Invest im Bereich von 1,4 Milliarden Euro, niemals alleine. Sie sehen da unten eine Auswahl unserer Standortpartner mittlerweile.
ist auch die Rewe und Bauhaus dazu gekommen, wo wir gerade vor einigen Wochen auch mit dem Rollout begonnen haben, wo hunderte weiterer Standorte entstehen werden. Das dient natürlich alles der E-Mobilität in Gänze im Aufbau bundesweit. Und daran laden natürlich nicht nur die Privatkunden, sondern auch zunehmend die Dienstwagenberechtigten, die Poolfahrzeuge, die eben einen zusätzlichen öffentlichen Ladepunkt unterwegs brauchen. Und wir glauben hier nicht an AC, sondern an dieser Stelle glauben wir ganz stark an DC. Und DC oder Schnelllade-Hubs müssen Sie auch nicht mehr verstecken. Hier exemplarisch ein Beispiel, der größte, einer der drei größten Hubs in Europa mit 52 HPC, also High Power Charge Ladepunkten. Und wir erweitern natürlich auch auf Kundenwünsche, Kundenrückfragen, auch das Portfolio an diesen Standorten rund um Laden. Ist ein Shop vor wenigen Wochen dazugekommen, wo du mit der NBW-Ladekarte Zugang und auch bezahlen kannst. Es wird tatsächlich immer mehr Reifendruck, WLAN, all diese Wünsche kommen auch zunehmend von den Kunden. Das sind nicht Orte, wo man in 5 Minuten wieder weg ist, sondern wo man in 20 Minuten wieder weiter ist. Und demzufolge will man die Aufenthaltsqualität und Verweildauer so attraktiv wie möglich gestalten. Hier waren wir auf der grünen Wiese. An anderer Stelle, natürlich, da gehst du ins Bauhaus, da gehst du in den Tu-Markt, da gehst du bei Rewe in den Supermarkt. Ich habe jetzt ein paar Namen genannt. Da gehst du rein und kaufst dort ein. Da ist Laden mit Einkaufen eine wundervolle Verbindung. Wohingegen Laden und Arbeiten oder Laden und Leben und Laden und Schlafen eine wundervolle Verbindung ist, ist entweder auf der Arbeit oder zu Hause. Also das Schlafen zu Hause, das Arbeiten auf der Arbeit oder auch zu Hause. Siehe Homeoffice. Wir bieten, ich denke, da nehmen wir uns nichts. Ich habe mir vorhin noch ein bisschen die Vorredner im ersten Panel angehört. Ich will sie nicht ermüden, aber natürlich, es wird sie nicht überraschen, bieten wir auch eine 360-Grad-Fuhrparklösung an. Hier sind Teile dieser Gesamtleistung, die wir vor Kunde zusammenführen und zu einem Gesamtbild machen von Smartrix, unserem Kooperationspartner im Bereich Flotte Fuhrpark in Deutschland, aber auch Beteiligung, denn seit April sind wir ja auch durch das Closing durch und sind mit 25,1% an dem in meinen Augen Marktführer der E-Mobilität in Österreich beteiligt, haben uns die 25,1 von Verbund, den der Rest von Smartrix in der Beteiligung gehört, geholt. Wir bieten weiterhin, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch vor Kunde, wir sind face to the customer, wir sind das Gesicht. Wir, die NBW, bauen auch unseren Key-Account auf. Ich habe vorhin schon erfahren, diese Plattform wird auch genutzt zu akquirieren. Ich tue das an der Stelle erstmal nicht. Wer Interesse hat, bei der NBW zu arbeiten, wird seinen Weg finden zu mir oder zu uns. Aber tatsächlich sind wir diejenigen, die vertreiben. Wir sind das Gesicht auch der gesamten Lösung, auch der Smartrix-Lösung. Wir bedienen uns natürlich der Leistungen und auch des vertrieblichen Supports seitens Smartrix. Wir bringen natürlich mit dem eben schon gezeigten und genannten NBW Hypernetz und dem Zugang zu über 300.000 Ladepunkten den Zugang, die einheitliche Tarifstruktur für Flottenkunden, Sammelrechnungen, rechnungsbegleitende Dokumentationen etc., Portalzugang, kommen gleich noch ein paar Slides. Und dann führen wir das mit dem Hardware-Part zusammen. Das heißt, der EMP ist die NBW, auf Deutsch der Provider, der Akzeptanzstellenanbieter, was man in der Flotte als einen gängigen Begriff kennt. Und der CPO, der Charge Point Operator, die Ladeinfrastruktur in diesem Fall liefert, installiert, inklusive vollständiger Elektroinstallation, Tiefbau, also die komplette Umsetzungsplanung, Photovoltaik etc. Es ist vorhin erwähnt worden, Copy-Paste natürlich in Nuancen und in Preislinien sicherlich Veränderungen und ich hoffe auch in qualitativer Veränderung zum Wettbewerb bieten wir auch an. Natürlich. Und zum Betreiben, zum Liefern einer Ladeinfrastruktur und zum Aufbau gehört durch das eigene Backend Jarvis hinter Smartrix auch natürlich noch der laufende Betrieb, ob als privater Ladepunkt, ob als öffentlicher Ladepunkt. Tatsächlich ist auch das Backend von Smartrix White Label fähig und wird auch für CPO as a Service auch eingesetzt. Also der Chargepoint Operator ist in diesem Falle Smartrix. Unsere Kunden haben primär mit der NBW zu tun, werden aber natürlich zwei verschiedene Verträge abschließen, weil es auch zwei verschiedene Leistungen sind, die zwei verschiedene Unternehmen erbringen, mit zwei Backends im Hintergrund, von denen der Kunde aber nur ein Frontend spüren wird, weil wir die Daten dort aggregieren und zusammenführen. Um nicht noch viel zu viel das Gleiche zu erzählen, wollte ich mal so ein bisschen
plaudern aus einem ganz typischen Fall, der alltäglich ist, den ich so gesehen heute Morgen schon wieder in der Anbahnung eines Kundengesprächs hatte. Der Kunde meldet sich bei uns idealerweise über unsere Webseite, ein Kontaktformular ist da hinterlegt, dann landet er im Sammelpostfach, dann hat er gewisse Anforderungen, die er vielleicht schon adressiert hat und wir melden uns natürlich auch umgehend bei ihm. Da sind wir sehr schnell geworden, muss ich sagen, und dann fragen wir ab. Idealerweise hat der Kunde uns schon, die Kundin schon auch mit einem ausgefüllten Checklistendokument, das man erhalten kann, schon eine gewisse Allokation gegeben angesichts der Stückzahlen, der Hardware-Leistung AC, DC und natürlich sowas, wie ich hier gerade mal reinkopiert habe, auch eine grobe Angabe mal vom Standort. Hilft jedem, hilft mir als Vertriebler, Key-Accounter, Berater, ein bisschen den Kunden und seinen Standort zu verstehen, wo wir gerade tatsächlich nicht mehr so viel auf Dienstreisen sind, sondern sehr, sehr vieles remote machen. Und es hilft natürlich auch dem Dienstleister, der dann irgendwann mal später, hoffentlich im Auftragsfall, den Installationscheck durchführt, auch schon mal eine grobe Orientierung am Standort zu haben. Am Ende, ich habe hier das Beispiel Yamasaki Matsak, eine Firma, die sehr stark das Orange, völlig überraschend sehen Sie das natürlich dann auch auf der Wallbox und sogar pulverbeschichtet auf der Stele, auch gerne sehen möchte. Man hat die Farben einfach des Unternehmens fortgeführt und das vorne, wie gesagt, links ist der Start, rechts ist das Ergebnis und dazwischen bewegen wir uns immer in einem Prozess entlang dieser Kundenanfrage. Es geht gar nicht darum, unseren Willen aufzudrücken, sondern immer den Kunden zu verstehen. Und wie eben schon so ein bisschen geschildert, deswegen ganz transparent, wie arbeiten wir da an der Stelle, sind keine Geheimnisse in meinen Augen. Die Checkliste ist extrem wichtig, später auch für den Dienstleister und für mich. Ich mache das Beratungsgespräch, so wie natürlich meine Kolleginnen. Und da klären wir natürlich die Details, was der Kunde, die Kundin sich explizit wünscht. Im Idealfall gehen wir in die Standortprüfung, Beauftragung eines Install-Checks durch unsere Dienstleister natürlich, die vor Ort diese technischen Prüfungen durchnehmen. Dann gibt es ein erstes Angebot und natürlich hast du dann in diesem Angebot Rückfragen. Das Thema ist komplex. Wir reden von 360 Grad Flotte Fuhrpark. Hier in dem Fall ist es nur die Infrastruktur am Standort. Integration der PV-Anlage, bestehender Hausanschluss, gegebenenfalls, und da wollen wir nicht Angst verbreiten, ist nicht immer ein zusätzlicher Trafo notwendig, in den seltensten Fällen Stand heute, sondern oftmals ist über ein intelligentes Lastmanagement schon sehr, sehr viel zu lösen und zu erledigen. All das ist natürlich in dem Gespräch schon mit eingeflossen, hat vor Ort am Standort weiter seine Sammlung von Infos geführt und führt dann irgendwann zu einem Angebot und im Idealfall auch zu einer Beauftragung. Und da gehen wir dann mit dem Kunden zusammen durch die Installation. Hier gibt es Flexibilitäten. Der Kunde hat oftmals auch den Wunsch, dass er den Standort selber übernimmt. Also wir haben den Fall ziemlich häufig, hatten wir jetzt bei Yamasaki Matsak nicht, dass es einen Dienstleister gibt, der im Haus gesetzt ist. Das brauchen wir dann nicht verkaufen. Da brauche ich auch nicht mich wehren. Das ist ganz klar, gerade bei Bürostandorten gibt es oftmals auch vom Eigentümer der Liegenschaft, wo man nur Mieter ist und ein paar Stockwerke gemietet hat, ganz klare Vorgaben, wer im Haus die Elektroinstallationen vornimmt. Da sind wir dann an der Stelle so flexibel und sagen, Montage der Box, Inbetriebnahme der Box, das führen wir durch und den Rest kannst du machen. Natürlich bieten wir als GU quasi, wie ein Generalunternehmen, die Gesamtleistung an. Aber es ist nicht immer der Fall, dass wir das durchführen. Übrigens, ähnlich läuft auch das Gespräch mit den Fuhrpark-Teilnehmenden, also den Dienstwagenberechtigten, ab, wenn wir das Laden zu Hause betrachten. Auch dort ähnlich. Beratung, Standortgespräch, Angebot. Hier kann man nur deutlich pauschalisieren. Wir haben hier ein ganz eng gefasstes Produktportfolio. Da kannst du nicht aus 10 verschiedenen Wallboxen auswählen, sondern wir haben, man konnte es eben schon sehen, die Keber als Wunschhardware. Und dann am Ende, wie gesagt, immer kommt eine Installation, eine Montage, eine Inbetriebnahme und am Ende natürlich über das eigene Backend der laufende Betrieb inklusive der Rückvergütung. Das Produktladen im Unternehmen ist durchaus sehr komplex, denn wir bedienen hier nicht nur die eigene Flotte und die Fuhrparkfahrzeuge, die im Unternehmen laden, wo wir ein Match erstellen zwischen der Ladekarten-ID, die ja an einer Gruppe von Karten hängt, in einem Firmenaccount, die dann an einer Gruppe von Ladepunkten innerhalb der Firma laden darf und dort natürlich keinerlei Berechnung durch uns stattfindet, sondern nur eine Erfassung der Ladevorgänge. Wiederum beim Privatfahrzeug von Mitarbeitern,
umso wichtiger ist, dass die Hardware, was sie ist, eichrechtskonform ist, dann die privaten Fahrzeuge an dem Ladepunkt auch laden können und durch uns abgerechnet werden. Das Unternehmen wird nicht zum Energieversorger. Erstmal haben wir in Deutschland mit der Letztverbraucherregelung in den 95% der Fälle die Situation durch den Gesetzgeber. Hier ist tatsächlich über das Energiewirtschaftsgesetz ein Rahmen geschaffen, dass an eichrechtskonformer Ladeinfrastruktur durch uns betrieben oder andere betrieben Strom an Dritte weitergegeben werden darf. Wir machen natürlich die Ausgleichserstattung. Der Strom, der aus der Kundenanlage vom Kunden fließt in die Fahrzeuge von privaten E-Fahrzeugen, von Mitarbeitern, der wird natürlich refundiert, rückvergütet. Und Gäste kann man natürlich auch abbilden. Hardware, kurz mal angerissen, es ist die Wunschhardware, es ist die beste, die wir aktuell einsetzen können, nach unserem Empfinden. Und ich glaube, das ist ein kleiner Funfact, die Keba bietet seit September diesen Jahres die P30 auch als Green Edition an. Das heißt, es ist nachweislich auch mit Zertifikat klimaneutral produziert. Auf der einen Seite wollen wir Ökostrom in die Fahrzeuge laden und wollen elektrisch fahren, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Hardware-Komponenten auch mit beleuchten und betrachten. Bei Keba können wir sagen, klimaneutral produziert. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, natürlich die Box auch in ein entsprechendes Lastmanagement anzubinden. Ich habe vorhin schon mal kurz angeteasert. Standard ist natürlich die Hub-Satellite, früher mal Master-Slave genannte Lösung. Sprich, es gibt eine zentrale Box, die ist mit dem Modem verbunden, mit dem Backend verbunden und hat 15 maximal Slaves im Hintergrund. Deutlich intelligenter und dynamischer ist das sogenannte dynamische Lastmanagement, wo wir einen vorgeschalteten, bei uns ist der Smart One Controller im Einsatz, der dann auch in Kommunikation zu einer Photovoltaikanlage dienen kann. Also das ist Standard. Ich will da gar nicht so wahnsinnig drauf eingehen. Diese Sorgen, die natürlich, Axel Schäfer hat es vorhin gesagt, vielfach bei den Kunden und Kundinnen auch bestehen, die nehmen wir, die Ängste, die Unsicherheit, die Unerfahrenheit an der Stelle, zumal hier ja auch oft Fuhrparkverantwortlichkeit mit Facility Management zusammenprallt. Ich bin immer noch am Standort der Firma. Das nehmen wir, das können wir. Die Alpetronic setzen wir zunehmend, da kann ich bestätigen, vielleicht können wir in der Podiumsdiskussion danach auch noch drauf eingehen, setzen wir zunehmend ein, weil wir zunehmend Nachfrage aus dem Schwerlastbereich, konkret LKW-Bereich haben. Hier werden wir sicherlich auch noch auf eine andere Hardware nochmal irgendwann ausweichen müssen, aber das ist aktuell das, was wir ja auch öffentlich einsetzen. Und zunehmend werden Kombinationen aus AC und DC gefordert oder nur DC, also Schnellladesäulen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur an den Standorten. Ich will darauf eingehen, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, da auch ein bisschen die Sorge zu nehmen. Einerseits die Fuhrparkverantwortlichen sind sicher an eichrechtskonformer Hardware im Unternehmen. Natürlich zahlt erstmal das Unternehmen den Strom, aber wir kümmern uns um die Rückvergütung über Smartrix wieder an die Firma zurück. Das heißt, es gibt Stromeinkauf, es gibt Stromverkauf und es gibt als dritten Preis nochmal Stromrückvergütung. Wieder zurück ans Unternehmen. Und dann haben wir zu Hause auch äußerst sensibles Thema. Der Dienstwagenberechtigte, die Dienstwagenberechtigte zahlt natürlich erstmal den Strom. Man geht in Vorleistung, wird aber monatlich ausgeglichen, eben durch wieder unsere Dienstleistung der Rückvergütung, die wir durchführen können, direkt an die Mitarbeiter oder auch über die Datenerfassung mit den Ladekarten. Denn immer ist die Ladekarte der NBW das Medium zur Autorisierung am Ladepunkt in der Firma und zu Hause. Und dort können wir natürlich auch wieder monatlich rückvergüten. Dazu schließen wir immer B2C-Verträge tatsächlich mit den Flottenteilnehmenden ab. Hier kurz dazu eingehen, man muss auch ganz klipp und klar sagen, das ist natürlich ein äußerst dezentrales Geschäft. Das ist für alle, sowohl die Kunden, sprich die Fuhrparkverantwortlichen, die tatsächlich hier in diese ganzen Einzelthemen reingehen müssen, denn die müssen uns ja auch noch die Betriebskosten auch noch unterschreiben. Wir müssen mit jeder Einzelnen in die Gespräche gehen und wiederum jeder Einzelne hat für sich natürlich auch immer ein Thema und das merkt man ganz deutlich, wenn man hier in die Privatgarage eintaucht, wenn man die Wallbox bei mir zu Hause an die Wand in der Garage montieren will, dann sind wir eben nicht mehr in der Firma, da sind wir nicht nur bei dem Dienstwagenberechtigten, sondern automatisch auch bei der Familie. Und da kommen Wünsche, da kommen Anforderungen, da kommen Geschichten. Das ist schon sehr spannend und es wird, muss man zugeben, auch sehr schnell, sehr kleinteilig. Bevorzugt setzen wir hier die Keba Wallbox ein.
Aber wir gehen auch noch ein Stückchen weiter und das ist, glaube ich, Standalone am Markt. Wir setzen zusätzlich zur Variante, die wir gerne verkaufen wollen, eine eichrechtskonforme, intelligente Wallbox, setzen wir auch noch eine Plan-B-Variante ein bei bestehender Hardware. Eine ganz, ganz typische Situation gerade am Markt. Es ist durch die KfW-Förderung eine Wallbox zu Hause gefördert worden, montiert worden, aber sie ist nicht anbindbar. Sie ist nicht intelligent, sie hat keinen SIM-Karten-Slot. Was machst du da? Wir haben die Möglichkeit, über nachgerüsteten, geeichten MID-Zähler Zählerstandswerte in die Mobility Plus-App eingeben zu lassen und natürlich plausibilisieren zu lassen. Und das rettet natürlich gerade sehr, sehr viele davor, weitere Investitionen zu tätigen. Peter, mit dem Blick auf die Uhr, noch mir ganz wichtig der Abschluss, und zwar das. Ich habe jetzt, man hat es gemerkt, den Smartrix-Part nach vorne gehoben, weil das natürlich der relevante Part ist, wo es um die Infrastruktur geht und deutlich aufwendigere Vertriebsprozesse und auch Gespräche notwendig sind. Deutlich schlanker, natürlich bei größeren Unternehmen auch oft über Ausschreibungen laufend, ist das Laden unterwegs, Adroad. Hier bieten wir den Zugang an. Hier nutzen wir Stand heute. Jeder weiß, dass die Tarifpolitik und Tarifsituation als EMP eine äußerst schwierige ist, angesichts der allgemeinen Strompreiserhöhung, angesichts auch, was man immer wieder auch klar sagen muss, einer Nichtkostendeckung der am Markt bekannten Tarife, setzen wir unser B2C-Produkt ein in Netto als B2B-Produkt. Hier gibt es nicht wie im fossilen Kraftstoffbereich Margen, das muss man ganz klar sagen. Mehr Abnahme heißt im Moment tatsächlich nicht mehr Gewinn für uns, sondern eher das Gegenteil. Deswegen muss man dieses Einkalkulierte, was wir haben, trotzdem machen, weil es gehört zu 360 Grad dazu und wir wollen natürlich Kunden gewinnen. Das steht außer Frage. Die Tarife sind, glaube ich, standalone am Markt. Wir sind nun mal größter, auch tatsächlich einer der mit fast Abstand günstigsten Provider am Markt. Und wir haben mit diesen zwei Tarifen für Kunden die Möglichkeit, sehr, sehr klare Tarifstrukturen und Kostenstrukturen zu erzielen. Denn auch wenn das nur 20% öffentliches Laden ausmacht, muss man klar sagen, hier war bislang in der Vergangenheit, es wurde vorhin in dem ersten Panel erwähnt, es war nie irgendwie dem Kunden transparent, was für Stecker, was für Standards, was für Protokolle, was kommt nicht, eichrechtskonform, ja, nein. Die Tarife sind vor allem das Problem. Wir haben ja einen fürchterlichen Tarifdschungel am Markt und das verwirrt viele, viele Kunden und Kundinnen. Und ich glaube, hier mit diesen doch sehr klaren Arbeitspreisen, die im gesamten Geschäftsgebiet gelten, also auch in Spanien oder in Dänemark, haben wir einheitliche Preise. Wir unterscheiden in diesem Viellader, der meistens genutzt wird von den Kunden, nur in NBW oder lädst du nicht an der NBW, egal wo. Zum Abschluss, das ist das, was quasi das Goldstück ist für unsere Kunden, das Portal zur Selbstverwaltung, zur Transparenz, zur Datenverwaltung, Kartenbestellung, Autorisierung für Apps. Also ich kann mit Karte, ich habe immer von Ladekarte gesprochen, natürlich auch mit der App das öffentliche Ladenetz nutzen und da kriegen unsere Kunden kostenlosen Portalzugang, um dann diese komplette Verwaltung des Fuhrparks im Bereich Elektromobilität. Wir haben keine Hybridkarte, wir haben eine reine Ladekarte. Wir glauben nicht mehr so arg an die fossilen Kraftstoffe. Deswegen werden wir eine reine Ladekarte anbieten. Dafür brauchst du Transparenz, Zugang. Und das bieten wir. Und das mache ich mit meinem Team. Und da stehen wir herzlich für Sie zur Verfügung im Nachgang über alle Kanäle, wie man mich erreichen kann oder will oder über diese Präsentation. Ob ihr sie teilt oder nicht, weiß ich nicht. Notieren Sie sich gerne die E-Mail-Adresse. Handy ist gerade echt schwierig seit Homeoffice. Ich wäre am Ende. Ja. Für den Moment. Hoffentlich nur am Ende der Präsentation. Vielen Dank für diesen Überblick zum 360-Grad-Approach der NBW. Das können ja so auch nicht viele, gerade mit diesem Teil des öffentlichen Ladens und diesem ja auch sehr schnell wachsenden HPC-Ladenetz. Spannenden Punkt finde ich, den du mitbringst, dass HPC-Laden, DC-Laden, auch für Unternehmen am Standort, würde ich gerne mal aufs Panel nachher verlagern, dass wir das dort besprechen. Vielleicht mit deiner Erfahrung auch früher aus dem Vertrieb von Pkw. Wie hat sich dieses, ich sag mal, Flottengeschäft, wir haben ja heute von Axel Schäfer auch schon viel gehört, dieser Wandel hin zu betrieblicher Mobilität, wie würdest du so diesen Wandel in den letzten 10 Jahren beschreiben, vom Autos verkaufen zu ja eigentlich einem Ökosystem Elektromobilität? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja, also ich glaube, in den ersten Jahren
Du bist gerade nicht zu hören. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir der Fall ist oder ob irgendwas gemutet ist. Ich bin eigentlich an. Jetzt bist du da. Okay, ich habe die Brille war's. Nichts verändert. Die Brille war es. Mal gucken, ob das so bleibt. Aber wenn man mich weiterhin hört, ist es gut. Nein, ich würde sagen, wir waren vor knapp 10 Jahren noch da dran, dass es einfach nur Ladepunkte gab, die erstmal den Zweck dienen. Einfach laden. Das war ohne Intelligenz. Ich kenne schlimmste Beispiele mit Kabeltrommeln, einfach irgendwo was hingelegt, dass man da eine Schokosteckdose laden kann. Das darf man ja gar nicht sagen, aber das wird ja natürlich auch gemacht. Also wir sind natürlich längst aus diesem Thema raus, dass wir irgendwie nur so eine Wallbox mal hinwerfen und mal so 3, 4 Ladepunkte. Und das merke ich ganz häufig, dass wir immer mehr auf Bestand treffen. Also wenn jetzt die Kunden mit der Elektrifizierung der Flotte aufgrund von Nachhaltigkeitsthemen, aufgrund von Druck von außen, die Fahrzeuge bestellen, wenn sie denn bekommen, dann kommt das Thema Infrastruktur und dann kommt jetzt Intelligenz hinein und dann kommt die Komplexität, weil es Menge wird. Es wird eine Integration in die bestehende PV. Es wird tatsächlich immer mehr Intelligenz gefordert, weil wir verschiedene Nutzergruppen abrechnen können. Und das ist der Unterschied dazu und das sehe ich, indem ich ganz viel Bestand gerade sehe. Oder weiß davon, dass es Bestand gibt bei den Kunden und ständig die Frage kommt, können Sie diese Mannekes oder können Sie diese Innogy oder den dritten, können Sie die anbinden, ja oder nein? Also wir sind von ja relativ sportlichem Eingang in die Elektromobilität heute deutlich professioneller und es gibt, wie Axel das vorhin gesagt hat, eine Spreu, die sich vom Ganzen trennt. Es gibt Fuhrparkverantwortliche, die sind super fit, die haben so viel sich eingearbeitet in das Thema und du bist woanders noch dabei, dass du den Unterschied zwischen kW und kWh erklären musst und das meine ich gar nicht despektierlich, nicht deren nicht Aufgabengebiet gewesen. Ja, also spannende Bandbreite, viel zu tun. Danke, Peter, für den Moment. Wir hören uns gleich im Panel Talk wieder vertiefen, da das DC-Thema. Das finde ich wirklich spannend am Standort der Unternehmen. Bis gleich. Dankeschön, bis gleich.